Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen nach längerer Pause zurück zu Hardcore Colonization. So, ich glaube, wir haben gute 3, wenn nicht sogar 4 Wochen pausiert aufgrund von Terminen und Stuff und allem drum und dran. Und man hört es vielleicht ein bisschen, ich bin auch noch ein bisschen erkältet, aber ich bin zuversichtlich, das kriegen wir heute trotzdem hin. Und deshalb erstmal ein ganz liebes Hallo an Mickey, an Neo, an Ludus Artifex, an den Explodot, an den Nikolai, an den Zermedes und den Kales und den Damon. Schön, dass ihr alle da seid. Und vielen lieben Dank für den Resub direkt mal an den lieben Explodot. So, wir müssen heute uns mal ein bisschen sortieren, Gehirnschnecken aufsetzen und erstmal rausfinden, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Irgendwas mit einer Raumstation. Kann es sein, dass wir zuletzt eine Mondmission gemacht haben, also eine Moon-Mission? Maybe, maybe not. Hallo Travis, hallo Jojungs, hallo Diviko, hallo Bitzel Joscha, und dann scrollt plötzlich alles weg. Was ist passiert? Ich glaube, der Carlos hat gerade ziemlich viele Subs gegiftet. Ich glaube 8 an der Zahl. Vielen lieben Dank. Ich sortiere mich mal kurz, was hier eigentlich los ist, während das da durchläuft. So. Ich meine nämlich, wir hatten eine Raumstation. Eine neue. Und ich meine, in die hatten wir heute, hatten wir letztes Mal auch schon Experimente eingefüllt. Ist heute dein Geburtstag, Carles? So, schauen wir mal, was da schon drin liegt. Eieieiei. Ja, Carles, dann nicht nur vielen lieben Dank für die 8 Gifted Subs, sondern auch alles Gute zu deinem Geburtstag. Lass dich schön feiern und dann gucken wir mal, dass wir heute dir zu Ehren keinen Körbel umbringen. No pressure. No pressure. Ihr müsst jetzt alle im Discord euch treffen und für Carles singen. Ich mache das lieber nicht, aber nur weil ich erkältet bin, sonst habe ich eine ganz wundervolle Gesangsstimme. Aber wenn ich erkältet bin, geht das leider nicht so. Hier ist irgendwo ein Labor, das ist da oben. Und das hat 724 Cent. Und ich meine, da muss man Geschenke machen. Ja, ich glaube, du kriegst eigentlich die Geschenke zum Geburtstag, aber so rum kann man das natürlich auch interpretieren. Und ich meine, die Science, die da drin ist, die haben wir vom Moon geholt. Relativ überzeugt. So. Aber wir sind da noch nicht ganz voll mit Science. Oh, guck mal da hinten. Sonnenfinsternis bahnt sich gerade an. Sehr schön. Aber wir haben auf jeden Fall eine Raumstation. Und da haut der Meckes direkt noch die 23 Monate hinterher. Vielen lieben Dank auch an dich. Und ja, ich hätte gesagt, wir sortieren uns jetzt erstmal und gucken, was die nächste sinnvolle Mission tatsächlich wäre. Am besten über die Mission, weil es wird echt Sinn machen, wenn wir uns irgendwas raussuchen, was so ein bisschen Kohle mit reinspielt. Damit wir auch ein bisschen vorwärts kommen. Theoretisch wären wir, glaube ich, auch so weit, auf Minmus langsam mal eine Tankstelle hinzubauen. Ich bin mir nur noch gar nicht so sicher, ob ich wieder über eine Minmus-Station arbeiten werde in diesem Run. Oder lieber das Fuel dann hierher bringe. So, was haben wir denn noch aktiv? Duna, Eve Probes habe ich richtig vergeigt. Wir haben noch den Dawnride aus dem Orbit vom Moon. Okay, das heißt, wenn wir noch was für den Moon finden würden. Science Data vom Space Around Duna müssten wir eigentlich hinbekommen, oder? Spricht da was dagegen? Space Around Duna müssten wir hinkriegen. Was ist jetzt schon wieder passiert? Travis, vielen lieben Dank für 4 Monate Resub. Dankeschön. Auch an dich. Vielleicht irgendwas mit Touristen. Land on the Moon with free tourists. Das wäre doch was. Was mit Touristen? Haben wir eine Kapsel, wo wir 5 Leute reinbekommen? Nee, ne? Wie viel gibt es denn für ein Flyby? Nicht ganz so viel.
Land on the Moon with three Tourists, drei Touristen plus den Typen zurückbringen. Wir müssen Piloten mit drin haben. Fünferpot. Haben wir einen Fünferpot? Haben wir einen Fünferpot? Ich muss mal nachgucken. Ich muss halt irgendwie fünf Leute da reinsetzen. Wenn wir das hinbekommen. Wenn wir das hinbekommen, dann könnten wir das alles miteinander kombinieren, was natürlich Epic Win wäre. 2, 2, 2. Wir haben hier den, der hat aber 4. Ich glaube, einen Fünfer haben wir nicht. Einen Vierer haben wir. Vierer haben wir. Wir könnten natürlich auf den Vierer und Fünfer draufsetzen. Scorp, das war meine Idee. Die darfst du nicht klauen. Wir können das natürlich so machen. Dann müssen wir nur ein bisschen mit anderen Fallschirmen arbeiten. Das würde hinhauen. Lasst uns das probieren. Don't save. Ich nehme die jetzt erstmal an. Wir machen das. Wir fliegen mit drei Touristen und landen auf dem Moon. Werden noch ein paar Experimente mitnehmen, hoffe ich. Weil wenn wir schon mal da sind, könnten wir auch Experimente mitnehmen. Und dann sammeln wir noch den Typen aus dem Orbit ein. Damit machen wir ganz gut Kohle eigentlich. Zumindest sollte das unsere Missionskosten locker decken. So, jetzt muss man ganz kurz mich schneuzen. Entschuldigt bitte, aber das ist so ein bisschen der Kompromiss zu Nicht-Streamen, ist mir ab und zu mein Näschen zu putzen. So, und ich würde sagen, nach der Mission können wir dann mal gucken, dass wir uns mit einer Minmus-Basis tatsächlich beschäftigen, also einer Fuel-Abbau-Basis. Da müssen wir uns dann mal was anschauen für. So, ich glaube, ich hatte zum Schluss eine Moon-Mission gemacht. Relativ sicher. Nee, du bist noch nicht wiederbelebt worden, weil ich noch nicht herausgefunden habe, wie ich das genau mache. Ich habe eure Namen aber auf dem Zettel stehen. Ich muss mir noch was überlegen, wie ich das hinbekomme, ob ich euch komplett nochmal neu erschaffe. Weil einfach wieder auf Leben setzen ist im Safe Game halt nicht. Aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen. So, jetzt machen wir hier erstmal einen Parachute drauf, einen normalen. Und dann hätte ich gesagt, machen wir noch zwei seitliche. Das ist auch gefährlich vor der Tür, ne? Zack. Moin, Antrax. So, mit der Kombi sollten wir eigentlich ganz gut fahren. Also, ich hatte ja gesagt, open. Wir müssten irgendwie eine Moon Mission gerade gehabt haben. Gut, dass ich die immer so deutlich benenne. Moon Mission One. Wir gucken mal. Nope. Auf gar keinen Fall. Das sieht schon eher wie unsere Moon-Mission aus. Ja, die basiert auch auf dem. Sehr gut. Hatte die irgendwelche nennenswerten Probleme? Erinnert sich noch jemand? Hatte halt vor allen Dingen auch sehr viele leere Racks, ne? So, was war hier drin?
Stuff. Das können wir eigentlich komplett rausnehmen. Braucht kein Mensch. Da können wir stattdessen noch Batterien reinstopfen. So. Zack. Was musst du heute tun? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich werde ein paar Leute vom Mond retten, also vom Moon. So, mit 4 Leuten drin brauchen wir, haben wir 5 Tage Supplies, 6 Tage Batterien, 7 Tage Habitation. Das sieht alles ganz gut aus. Da wir ja nicht mal mit 4 Leuten... Achso, ja, wir müssen noch einen draufpacken, logischerweise. Der Rest war, glaube ich, ganz okay. Und wir müssen auch nicht mehrere Landungen schaffen, sondern nur eine. Von daher sollten wir auch relativ gut dastehen, was den Sprit angeht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Recovery geklappt hatte. Aber mal gucken. Mal gucken. Wir sehen uns das mal an. Wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen umbauen, dass wir den Sitzplatz haben. Für unseren Passagier, den wir noch einsammeln wollen. Zack. So, das kann dann natürlich weg. Dann machen wir einen kleinen Fallschirm oben rauf. Ich glaube, die Kapsel nicht sogar auf weiß umstellen, dann hat das sogar noch was. Ja, guck mal. Dann passt das optisch sogar noch ein bisschen besser zueinander. Ein bisschen zumindest. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir packen hier 2 hin. Und einen hier drüben. So. Sehr schön. Ich glaube, das sollte reichen, damit wir sicher runterkommen. Essen haben wir genug. Science haben wir ein bisschen was. Müssen uns halt was raussuchen, wo wir noch nicht waren. So, und jetzt müssen wir noch mal gucken, dass alles sauber in den Action Groups drin ist, weil es das in letzter Zeit nicht so oft war. Rein mit euch. Rein mit euch. Ah, okay, und die Second Stage hatte ich gar nicht auf Reusability getrimmt, diesmal. Da hatten wir gesagt, wir fliegen die einfach so, um die wirklich auszureizen. Okay, alles klar. Das heißt, wir machen nur First Stage Recovery. In der Hoffnung, dass es funktioniert. So, jetzt brauchen wir noch einen fleißigen Piloten. Na, ich glaube, da werden wir mal jemanden trainieren, der noch nicht so viel kann, oder? Ah, da muss ich den Gravity Turn selber fliegen. Na gut, aber irgendwann muss das lernen, ne? Irgendwann muss das lernen. Zermedes fliegt. So. Mach keinen Blödsinn, Zermedes. Mach keinen Blödsinn. Ist da ein Heatshield? Ja, da ist ein Heatshield drin. Natürlich ist da ein Heatshield. Ich bitte dich. Niemand hat die Absicht, ohne Heatshield zu fliegen. So, ich gucke nochmal das Staging nach. Das sollte aber alles ganz gut passen. Wir sind am Anfang auf Sea Level 1, 2, 3. Ja, das passt. Ich denke, damit können wir arbeiten. Dann ab zum Mond, hätte ich gesagt. Unsere Touris glücklich machen und unseren Kollegen da abholen. Mal gucken, wie gut das klappt mit der First Stage Recovery. Dann können wir massig Geld sparen. Wir haben jetzt 111.000, die uns der Spaß kostet. Wir haben 300 irgendwas 1000 für die Touristenmission. Wir kriegen nochmal, ich glaube, 30.000 oder 60.000 für die Rettung. Und wenn wir jetzt noch die First Stage Recovered bekommen, dann sind wir finanziell auf jeden Fall auf der sicheren Seite. In diesem Sinne, los geht's. Strom war dran, ja. Strom hatte ich gesehen. Antenne weiß ich gar nicht, ist aber nicht wichtig. Ist nicht wichtig, wir haben Piloten an Bord.
Moin, Tramman Andi. Ne? Großen Command-Pod ohne den Gnubbel? Nee, leider nicht. Genau, Zermedis wird's richten müssen. Muss er, ob es ihm gefällt oder nicht. Okay. SAS an. Ach, der Command Pod. Ne, da ist irgendwie ein Probe Core mit drin, glaube ich. Genau. Nicht der Command Pod, sondern ich glaube, der Probe Core ist das. Der uns hier die leckeren Manöver gibt. Okay, Zermedis, do your magic thing. Alles gut, alles gut. Ich muss das Video bei YouTube nochmal veröffentlichen. Ich habe es sogar schon hochgeladen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, mal alles einzustellen und das in die richtigen Playlists zu stecken. Aber es ist sogar schon hochgeladen. So. Wir sind unterwegs, hoffe ich zumindest. Ja, ein bisschen viel Neigung in die Richtung. Unterstützt den lieben Zermedis mal ein bisschen auf seinem Kurs. Das mal halten. Ich will noch ein bisschen Höhe sehen. Auch wenn das etwas steil ist. Okay, wir sind schön schnell unterwegs. Ich hoffe, wir kriegen es sauber hin. Daniel, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kyronauten. Oh, das wird relativ knapp, wenn ich das so sehe. Was die Delta V angeht. Und los geht's. So, wir geben ihm jetzt erstmal ein bisschen Geschwindigkeit schon mal mit. Alles Wichtige können wir schon mal tun. Das war dieses Manöver, wo das so unheimlich knapp war, ne? Funktioniert hier bei dem nur so mittelprächtig mit dem Booster Landing. Entwickelt nur so mittelprächtigen Schub. Wo
wirklich ein Boostback machen, aber so ein Boost hier rüber ist auch schwierig, glaube ich, mit der Kiste. Muss gleich mal gucken, was ich mache. Ich fliege den erstmal weiter. So, mal gucken. Wir werden gleich mal sehen, wie wir die Kiste landen. Gucken wir mal ein bisschen Zeit kurz rein. Ist jetzt blöd, aber. Ich habe auch lange kein KSP mehr gespielt. Lag nicht an der 1.8. Lag mehr an meiner Zeit, aber. So, 2 Minuten sollten erstmal reichen, um uns ein bisschen Puffer zu geben. Jetzt probieren wir es mal, ob ich sie noch kriege. Das ist schon sehr spät. Das ist schon sehr spät. Mal sehen, ob da noch was geht. Dann auch noch bei Nacht. Uah. Okay. Die andere wird halt sehr knapp dadurch, ne? Beine raus und hoffen. Es ist so finster. Topwasserlandung. Seriously? Was kaputt? Ah, reichlich spät. Reichlich spät, ja. Also die First Stage hat einfach auch der Treibstoff gefehlt, um den Boostback zu machen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir es bei der letzten Mission Moon Mission auch hatten. Und im Wasser landet die nicht so gut, um es mal so zu formulieren. So. Also, dann gucken wir mal, dass wir die hier sauber zum Moon bringen. Denen geht es nämlich soweit noch gut und die Stage ist auch nicht für Recovery geplant.
Da haben wir ein bisschen weniger Stress. Müssen wir jetzt nur noch kurz den Boost fertig machen. In Richtung Orbit. Dafür sind wir aber ganz gut unterwegs, glaube ich. Wir sind jetzt knapp über die APO drüber. Da ist noch genug. Ja, Marco, ich kann da nur empfehlen, mal auf YouTube ein paar Tutorials anzugucken. Mit dem Spiel muss man sich ein bisschen beschäftigen, damit es funktioniert. Also vieles erschließt sich halt einfach nicht so aus dem FF, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und deshalb hilft es auf jeden Fall, sich das ein bisschen genauer anzugucken, gerade was komplexe Manöver angeht, weil alles, was über den Orbit hinausgeht, ist dann einfach ein Stück weit halt doch Rocket Science. Und das hilft nur, wenn man sich anguckt, wie es funktioniert, weil vieles davon ist nicht besonders intuitiv. Das stimmt schon. Liegt aber in der Natur der Sache. So, Zermedis bringt jetzt erstmal den Orbit hier fertig. Das sollte ganz gut klappen. So, sie sind zwar noch sehr leicht im Sinkflug, aber das ist nichts Wildes mehr. Das bringen wir jetzt ein bisschen Schwung zu Ende. Und dann gucken wir mal. Wird wahrscheinlich nicht reichen für Massive Scale Launches. Nee, tut es nicht. So, und dann bringen wir uns zum Moon raus. Okay, wir müssen eh noch im Orbit lang warten, so wie es aussieht. Add Manöver. Naja, das war ein bisschen weit, glaube ich. Gar nicht so schlecht. Aber kann man noch ein bisschen schönern. Na, wie nah kommen wir ran? Okay. Gut. Müssen wir noch irgendwas machen? Eigentlich sind wir soweit sauber. Wir können uns zum Manöver vorwagen. Ist ja alles ausgefahren, auch die Solarpaneele. Und wir haben so viel Stromreserven. Das sollte eigentlich kein Stress sein. So, dann werden wir einen Großteil aus der Stage noch nehmen, damit der nächsten Stage weiterfliegen. Dann gucken wir mal, dass wir unsere Touristen da sauber anlanden. Ich überlege gerade, ob wir vorher. Wir müssen uns gleich mal angucken, wenn wir im Anflug sind, wie der andere Typ im Orbit hängt. Dass wir daran dann festmachen, wann wir ihn einpacken, ob wir das vor der Landung oder nach der Landung machen. Das kommt für mich jetzt so ein bisschen drauf an, wo der sich befindet und in was für einem Orbit. Das sollten wir auf jeden Fall vor unserem Anflug gucken. Und dann ist oben für ihn quasi hier die Kapsel reserviert. So, 20 Sekunden bis zum Transmooner Injection Burn. Da unten ist auch irgendwo das KSC, da kann man die Landebahn ganz gut sehen. Hallo, KSC. So, und dann geht's ab zum Moon. Los geht's. Mit Sonnenaufgang inklusive. Auch sehr schön.
R&D ist schon ausgebaut, ja. Wir sind jetzt, glaube ich, auf der letzten Stufe R&D. Ich glaube, es ist sogar schon die letzte. Sind also relativ weit mit dem Ausbau der Gebäude. Mit R&D geht noch ein bisschen was. Wir haben in der letzten Folge einen größeren Schwung Science tatsächlich mal ausgegeben. Siehst du, fällt noch was ein. So, was fehlt noch? Nicht mehr viel. So, die letzten paar Meter machen wir mit unserem Wasserstofftriebwerk. Das sollte reichen, um zum Mond zu kommen. Tut es auch. Sehr gut, und jetzt gucken wir uns mal an, wo sich der Kollege befindet. Okay, in einem 13 Kilometer Orbit tatsächlich. Na gut, das schreit ja danach, dass wir ihn gleich noch einsammeln, bevor wir zur Landung ansetzen. Schauen wir mal, wie wir ihn so erwischen. So, ne? So, ich würde sagen, wir gehen ja auch mal auf 13 Kilometer ungefähr runter. Um seinen Kurs da halbwegs zu kreuzen. Und nimmt er das immer wieder raus? So, dann haben wir hier eine Stelle, wo wir seinen Kurs tatsächlich durchschneiden. Er ist dann noch vor uns. Das heißt, das ist ganz gut. Dann müssen wir auf der anderen Seite den Orbit einfach ein Stück höher lassen. Können dann auch noch die Inklinationsangleiche machen während dem einen Orbit auf einer etwas höheren Position und schnappen uns ihn dann im zweiten Orbit. Und dann können wir uns mal angucken, wo die Reise hingeht. So, ich würde sagen, das nehmen wir so, das Manöver. Okay, dann für uns Solar steht, Habitation steht. Besser wird das halt erstmal nicht mehr. Auf geht's. Okay, let's go. Ihr könnt allerdings jederzeit auf Twitch in der Sammlung gucken, da sind alle Folgen drin, ne? Nur weil ich über YouTube ein bisschen hinterherhänge. Ihr könnt jederzeit auf Twitch gehen, Videosammlung, da sind die für ewig konserviert, bis auf die aktuelle Folge ran. In einer Sammlung, also man kann sie straight durchgucken. Und die sind auch genauso nummeriert wie auf YouTube, also das passt alles exakt zueinander. Jederzeit. So. Gut. Jetzt kommt hier gleich unser kleines Korrekturmanöver. Da müssen wir gar nicht so viel tun. 36,5 Meter pro Sekunde Geschwindigkeitsänderung. Das ist nicht so wirklich viel. Das werden wir gleich ganz gefühlvoll ranfliegen. Also Burntime ungefähr 10 Sekunden. Los geht's.
Good enough. Nikolai, ich fange mal an, die Frage zu beantworten. Bei mir ist Scott Manley. Also so eine Mischung aus Scott Manley und meinem damaligen Chef. Der hat mich mal darauf hingewiesen, dass es so ein Spiel gibt. Ich habe damals noch EVE Online gespielt. Und ein YouTuber, der da ganz gute Erklärungen zu macht. Und so habe ich dann KSP gefunden und habe am Anfang ganz viel aus Scott Manley Videos gelernt. Weil ich keinen Scheiß hingekriegt habe. Um es mal ganz ehrlich zu sagen. So. Juti, und dann werden wir hier reinbremsen. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Ich würde ja vermuten, irgendwie so. Ungefähr. Mal gucken, ob ich mich vertue. Viel mehr werden wir nicht brauchen, denke ich. Wir gehen mal auf 60, weil ich runde Zahlen mag. Jetzt lernt Scott von dir. Das, denke ich, können wir großflächig ausschließen, Tramanani. Dass der gute Mann von mir irgendwas lernen muss. Nee, der ist wirklich gut in dem, was er tut. Der hat auch Astrophysik studiert, meine ich. Oder Physik? Ich weiß es gar nicht genau. Kalter Kaffee, bester Kaffee. Okay, Leute, da sind wir dann eigentlich ganz gut aufgehoben. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal vollen Fokus auf das Abfangmanöver. Und danach machen wir uns einen Kopf, wo wir landen wollen. Wir haben sehr gut Delta V noch in Reserve. Sieht alles gut aus. Alles ist super. Wo ist der Mond? Da ist der Mond. Okay, Leute. Orbitale Injection. Die dauert ein bisschen länger. Du meinst so Weltraum-Know-how aufbauen, wirkt gegen Haare. Ich habe noch nichts von Robert gelernt. Was ist denn hier los, Nagini? Was soll das denn heißen? Noch gar nichts. Doch, du hast bei mir gelernt, wie man Paprika richtig ausspricht. So, wir sind ausgerichtet für das Manöver. In 10 Sekunden geht's los, dann brennen wir gut eine Minute, um hier einmal in den Orbit zu finden. Und dann gucken wir mal, dass wir uns unseren Kollegen schnappen und einsammeln und dann zu seiner großen Verwirrung nicht nach Hause bringen, sondern auf dem Moon landen. Und dann setzen wir ihn aus. An der Moonraststelle. Hallöchen. Na. Ist natürlich gut, dass ihr erstmal Crazy und Nagini begrüßt, nicht mich. Also gut, du hast alle begrüßt, aber trotzdem. Was ist denn los? Nagini, du hast vorhin einen Sub geschenkt bekommen. Der liebe Carles hat heute Geburtstag. Loben wir ihn in den Himmel, lieber Carles. Dankeschön nochmal, auch von Nagini, die das gar nicht mitbekommen hat. Und der hat eine Runde Subs geschmissen zu seinem Geburtstag. Und da warst du eine der Glücklichen, die einen Sub abbekommen haben. Du kannst jetzt also Körbel-Emojis machen. Wie eine Verrückte. So, das sieht auch schon mal sehr gut aus. Alle warst du inbegriffen. Das ist genau die Art von Wertschätzung, auf die ich immer gehofft hatte. Bei alle warst du mit dabei. Okay, cool. Wow. Alle am Arsch, Uhu. Alle am Arsch.
So, wir werden dann hier. Jetzt warten wir erstmal kurz, bis wir diesen Punkt passiert haben. Dann sehen wir nämlich, was im nächsten Intersect passiert, ob ich nochmal Gas geben muss oder ob ich bremsen muss. Also, sobald wir nämlich den Intersect hier passiert haben, bekommen wir den Intersect für oder den Abstand für den nächsten Intersect. Jetzt seht ihr, hier sind wir, da sind die anderen. Oder ist der andere? Und jetzt macht's zapp. Aber das ist noch viel schlimmer, weil ich dumm bin. Okay, ja, weil ich wirklich dumm bin, weil er ja vor uns ist. Ich brauche ja keinen größeren Orbit. Die Lehre daraus ist, ich brauche noch einen viel größeren Orbit. So, weil unterfliegen ist bei 13 Kilometer echt doof. Ich ziehe den jetzt so weit größer, dass wir uns hier drüben wieder treffen. Also ich gehe jetzt Prograde und hau in die Tasten und dann seht ihr, dass unsere Separation jetzt erstmal größer wird. Ist aber gar nicht so wild. Weil die wird auch gleich wieder kleiner, wenn der Zeiger dann nämlich rum ist. Ist jetzt nicht super spriteffizient. Ich hätte mir das Bremsen einfach sparen können, wenn ich mal ein bisschen nachgedacht hätte. Aber so ist das. Wenn man lange nicht gespielt hat, versagt man halt einfach auch ab und zu. So, und was wir jetzt machen, wir bringen die jetzt hier schön zueinander. Und dann werden wir den Ascending Node da hinten nutzen, wenn er eh so weit draußen ist, um die Inklination anzugleichen. Und ihr seht. Wir können das auf. Ich mache jetzt ein bisschen was mit dem RCS. Ich glaube, besser als das wird es erstmal nicht. Ein 6. So. Dankeschön, U. Auch dir ein herzliches Willkommen hier im Kanal. Schön, dass du da bist. Mein Lieber. So, jetzt machen wir hier mal die Inklination raus. Jetzt machen wir Select raus. Indem wir hier noch ein kleines Manöver durchführen. Zack. Also wirklich nur ein kleines. So, und dann lassen wir uns nämlich einfach einmal umrunden. So. Ah. Ich habe übrigens sehr viele Raketen auf meinem T-Shirt. Kann man das sehen? Die Falcon 1 ist sehr, sehr klein. Da ist sie. Da. Falcon 1. Falcon 9. Falcon Heavy. BFR. Ja. Heute ist Rocket Day. Day of the Rocket T-Shirt. So. Das bringt uns hier hinten wieder ein bisschen auseinander. Das ist aber nicht so wild. Das können wir dann gleich noch angleichen, abgleichen, wie auch immer gleichen. Schaut wie eine Skyline aus. Ja, wenn du alle Raketen nebeneinander stellst, hast du dann auch eine Skyline. Ach, was man in der Schweiz so Skyline nennt. Oh, unsere höchsten Häuser sind 3 Stockwerke. Aber macht auch keinen Sinn. Ihr habt überall Berge drumherum. Die Skyline kann man eh nicht sehen. Und direkt 17 Schweizer Zuschauer verloren. Ich spüre es, eine Erschütterung der Macht. Dum, 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 dum. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob Prograde oder Retrograde uns am meisten hilft. Machen das wieder übers RCS. Da habe ich nicht beide Richtungen. Retrograde hilft uns am meisten, scheinbar. So, jetzt bringen wir das schön nah zueinander noch. Na, viel mehr wird nicht gehen, oder? Ja, 500? 500. 500 ist die Antwort. So, und dann machen wir mal einen Time Warp bis hier. Bis hier, dann haben wir noch ein bisschen Annäherungszeit. Das stimmt, bei euch sind die Berge die Skyline. Ich sollte auch die Fresse nicht zu weit aufreißen. Wir haben hier oben auch keine Skyline. Nicht, weil es nicht flach genug wäre, sondern weil alles so sandig und matschig ist, dass man keine so hohen Häuser bauen kann. Deshalb haben wir keine. So, und da kommt unser Ziel auf uns zugeschossen. Oder wir auf das Ziel, das können wir uns jetzt aussuchen.
So, wir richten uns schon mal zum Bremsen aus. Dann werden wir den feinen Herren, Dame, ich habe keinen Schimmer, einpacken. Und die Dame oder der Herr wird der oder die Nächste auf meiner Liste an Peoples, die ins Raumprogramm einsteigen müssen. Ich habe die Liste gerade nicht parat, ich würde dann aber nachgucken. Nach dem Stream, ich muss das dann eh umeditieren. Und dann heißt es 1 neue Körbel im Weltraumprogramm. So, Moment haben wir aber noch. Erstmal ran, Zeitraffern. So, jetzt kommt 3, 2, 1, Zündung. Bremsburn, um uns parallel zu bringen. Längsseits, wie wir in der Seefahrt sagen. Das ist bestimmt falsch. Ich habe keine Ahnung von Seefahrt. Noch viel weniger als von Raumfahrt. Aber längsseits klang irgendwie sinnvoll. Ich würde mein Schiff längsseits neben ein anderes Schiff parken, damit ich es mit meinen Kanonen beschießen kann. So sieht's nämlich aus. Tada! So, und jetzt umschalten. Buh! Oh, von Körbedein. Der Donright. So, ausgestiegen wird. Dann fliegen wir da mal rüber. Genau, wir nennen den Deich die Skyline. Naja, Hamburg hat ja auch so eine Art Skyline. Es besteht größtenteils aus Kränen im Hafen, aber wir nennen das mal zwecks anderer Wörter Skyline. Okay, okay. Sehr schön, dann können wir uns jetzt gleich... Also dann haben wir hier schon mal, ich sag mal, 95% der Mission geschafft. Wir müssen ihn nur noch nicht umbringen beim Landen. Und, dann können wir uns eine Stelle zum Landen aussuchen. So, langsam, mein Guter, langsam, langsam. Genau, du musst oben drüber. Ah, das ist immer auch wieder spektakulär, finde ich. So EVA, sehr nah an dem Himmelskörper. Sieht immer wieder cool aus, finde ich. Auch wenn es noch die alten Texturen sind. Sieht trotzdem cool aus. So, wir haben dir da ein Haus gebaut. Eine... Wie nennt man das? Quarantänekapsel oder so. So, wir müssen... Das hier nicht. Das hier. Landed at Moon... At the Moons. The... So, und jetzt nehmen wir irgendwas, was ich schon lange habe. Magnetometer. Scan. Okay, ich habe echt viele Sachen noch nicht. Hey, General Solo, vielen Dank für den Resub im dritten Monat. Dankeschön. Genau, endlich wieder Körbel. Sehe ich genauso. Wir könnten einfach ein bisschen bremsen. Es gibt echt viele Sachen. Also ich darf nur nicht in Highlands, Midlands oder East Crater rein. That's easy. Dafür müssen wir erstmal Orbit Retrograd gehen. Ich würde jetzt mal Folgendes probieren. Hier ist eh gerade Licht. Das ist wahrscheinlich East Farside Crater. Da war ich aber scheinbar auch schon mal. Vielleicht machen wir lieber einen Crew Report. East Farside Crater, Moon's Highland. Ich war nicht besonders gründlich bei den Sachen, die ich so gemacht habe, oder? Sehr eigenartig. Okay, wir probieren mal zu bremsen. Da müsste eigentlich ein Landebiom bei entstehen. An irgendeinem Punkt. Impact Biom Midlands. Midland Craters klang cool. Wo ist ein Midland Craters? Richtig im Dunkeln. Oh nö, ne?
Können wir hier so einen Crater nehmen? Wie ist denn damit? Canyons, East Facet Crater, klammern wir schon mal aus. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie was machen kann. So, und jetzt müssen wir nach Norden. Bisschen drehen. Islands klingt natürlich auch nicht ganz schlecht. Wieso sind da eigentlich zwei Schatten? Weil da zwei Kapseln sind. Logischerweise. So. Jetzt ein bisschen Retrograd. Und hoffen, dass das da was ist. Nee, nur Midlands. Dann gehen wir in die Highlands hoch. Warte mal, wir machen das direkt mal so. So, und wir overshooten das ein bisschen, dass wir hier zwischen dann landen. Also ich gehe jetzt ein bisschen drüber. Das ist natürlich jetzt der Crater, aber wir bremsen ja vorher noch. So, Surface Retro, please. Hoffen wir das Beste, würde ich sagen, ne? So, das Schöne ist, wir können mit den Dingern dann auch Ground tiefer machen. So. Schon ein bisschen Pipi in den Augen, ehrlich gesagt. Ich fange schon mal ein bisschen an zu bremsen. Will mich nicht ganz so weit gehen. Weil wir wollen ja in den Highlands landen, ne? So, ich glaube, wir sind jetzt über den Midlands ganz gut drüber. Das heißt, ich würde jetzt anfangen, wirklich, wirklich zu bremsen. Diese Suicide Burn Countdown-Geschichte lässt mich überhaupt nicht nervös werden. Hier sieht es doch schön flach aus, finde ich. Ich werde nichts sagen, aber wir sind noch ein bisschen schnell, ne? So Seitengeschwindigkeitmäßig. Da bin ich der Einzige, der das zu schnell findet. Jetzt können wir über eine Landung reden. Holy shit. Okay. Also, wichtigste Lektion bei solchen Geschichten: Don't panic.
Im Normalfall lässt es sich irgendwie richten. Im Zweifelsfall einfach mal wieder ein bisschen nach oben burnen. Dann klappt es auch mit dem Landespeed halbwegs. So, jetzt versuchen wir hier noch zu bremsen, bevor ich einraste wie so ein Stein. Und... Groundtiefer. Festharponiert. Ja, ist okay, oder? Ich glaube, die Touristen haben alle einen Herzinfarkt. Ich mache mir jetzt erstmal Mate auf. Ich habe nämlich auch fast einen gekriegt. Oh nein, ich kriege das Mate nicht mehr aufgeschwächt durch die Erkältung. In diesem Sinne erstmal Prost. So, die doofen Touris. Das haben wir. Und die doofen Touris sollten jetzt auch eigentlich nur noch nach Hause wollen. Sehr schön. Und Triamann. Ich bin am Anfang bei solchen Aktionen auch richtig oft explodiert. Man muss erst eine gewisse Routine kriegen, um zu wissen, was man tun muss. Oder ob man überhaupt noch eine Chance hat, was zu tun. Das braucht einfach seine Zeit. Also da musst du dir keine Sorgen machen. Da bist du nicht der Erste und nicht der Einzige. Ich überlege jetzt gerade... Ich könnte mit dem Geologen tatsächlich eine Bodenprobe nehmen, ne? Use 40, vielen lieben Dank für den Resub. 9. Monat schon. Schönen guten Abend an dich. Schönen guten Abend. Ich glaube, der wichtige Punkt bei sowas ist halt immer, dass man sich nicht irgendwie... Ah, hier war ich schon mal? Nee, aber einen IVA-Report habe ich schon gemacht. Ha, schwierig. Dass man mich bei sowas halt nicht irgendwie davon abschrecken lässt, wenn es das erste Mal schiefgegangen ist. Deshalb spielt auch gerade bei KSP nicht so wie ich jetzt mittlerweile spiele mit No Revert. Das macht halt für Livestreams total Sinn. Aber wenn ihr selber spielt, um Himmels Willen, macht Safe Games, macht Quick Saves, bevor ihr landet. Was meint ihr denn, wie meine ersten Moonlandungen ausgesehen haben? Ich habe gedacht, das ist unmöglich, so ein Ding auf Moon zu landen. Ich habe so oft F5 und F9 gedrückt. Die Tasten waren schon ganz abgenutzt. Von daher, ihr seid ja nicht die Einzigen. Wir landen da, wo wir noch nicht waren. Ja, das hat nicht so richtig gut funktioniert, habe ich den Eindruck. Wir nehmen das trotzdem mal mit. Entweder zeigt das Ding das nicht richtig an. Ungünstig. Sehr ungünstig. Ich hoffe, wir haben das hier wenigstens noch nicht alles schon gemacht. Nee, aber die teuren Sachen hatten wir hier noch nicht. Das ist okay. Das ist okay. Wir haben keine Funkverbindung, glaube ich. Ja, genau. Das ist auch okay. Wir müssen einmal das Zeug gleich reinholen und einmal machen wir es dann nochmal für... Wir machen nämlich einen Return und dann machen wir eins, was die Wissenschaftler einsammeln können. So, zack. Ich finde diese Fächer so toll, weil da so viel Spielscheiß passiert, weil irgendwie... Naja, man kann sich halt Sachen angucken. Gu haben wir schon gemacht. Guckt euch das an. Gu hatten wir schon. Gu hatten wir schon. Dann haben wir bestimmt Thermometer und Barometer auch schon gemacht. Ja. Okay, die brauchen wir dann also nicht nochmal machen. Lock Pressure Data... Okay, das heißt, so richtig einsammeln brauchen wir eigentlich nur die Sachen hier. Das können wir direkt drin lassen. Das ist eh nur noch fürs Labor. Türchen wieder zu. Das ist nur fürs Labor. Das heißt, wir müssen aber auch gucken, dass wir zum Labor nochmal kommen, ne? Das wird wieder schwierig. War das nicht mit der letzten Mission auch so blöde knapp?
Vielleicht ist das gar keine so gute Idee. Mal gucken. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Sachen sammeln wir jetzt auf jeden Fall mal ein. Mit unserem hochspezialisierten Geologen. Gleich kommt Captain Caps Lock und versucht mich zu töten. So. Sehr schön. Hat er gut gemacht. Die grabben sollst du. Nicht climben. So, jetzt haben wir einmal Return. Sample Return. So, und jetzt machen wir nochmal das zweite Mal. Das ist dann für die Raumstation, wenn wir es dahin schaffen. Log Seismic Data. Retract. Retract. Sehr schön. Hey Drache, ne? Mystery Goo. Ja, machen wir noch einmal für Stings. So. So, damit haben wir alle Experimente abgefrühstückt, oder? Ja. Okay. Machen wir hier erstmal Klappe zu. Wo sind wir denn gerade? Wir sind. Hier ist auch denkbar bescheuerte Position. Okay, wir müssen in den Orbit zurück. Erstmal an Z-Target, das interessiert uns nicht. So, Orbit, dann raus boosten. Okay, machen wir. Also flach, schnell, hässlich, Richtung Osten. Wir müssen gar nicht in den kompletten Orbit. Wenn wir schön tief sind, können wir mehr vom Oberth-Effekt nutzen. Das heißt, wir gehen jetzt schön tief und hässlich raus. Und gucken mal, was das Leben so bringt. Auf geht's. Vielleicht hilft uns da auch dieser kleine Assi-Krater über den Rand. Über dessen Rand wir jetzt gerade kommen. So, schauen wir mal, wie sich das ausgeht. So, warum so flach? So flach natürlich, um zu beschleunigen und nicht gegen die Gravitation zu kämpfen. So kriegen wir das Beste raus aus unserem Treibstoff. Und warum so flach bleiben? Natürlich mit der Idee, nachher den Oberth-Effekt beim Rausboosten zu nutzen. Und um den Oberth-Effekt zu nutzen, sollte man so flach und schnell wie möglich am Referenzkörper unterwegs sein. So, das war schon ein bisschen viel des Guten, glaube ich. Aber ich glaube, für uns funktioniert es noch. So, ich denke mal hier irgendwo.
Das wird knapp mit der Geschichte. Ich glaube, die Raumstation sparen wir uns wahrscheinlich. 583. Nee, das will ich gar nicht riskieren. Glaube, wir gehen direkt runter diesmal. Dieses Geeier machen wir nicht nochmal. Bringen wir lieber die Samples nach Hause. Ist auch ein bisschen direkte Wissenschaft. So, wir drehen uns schon mal ein. Und erledigen unsere Mission sauber. Judy. Nochmal schön flach über den Mond kratzen. Ja, die Erkältung erkältet so vor sich hin, die ist aber eigentlich größtenteils durch. Das ist eher noch so ein bisschen Rumgeleide danach. Also, so der schlimme Teil der Erkältung ist eigentlich durch. Ja, man könnte natürlich irgendwie, ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir das geben will. Vor allen Dingen mit den Touris an Bord, das ist halt auch echt gefährlich, ne? Wir haben viel Gewicht vorne auf den Kapseln drauf. Ich überlege mir das gleich mal. Und Feuer frei. So, ich unterstütze das Ganze mit ein bisschen Monoprop, damit wir Gewicht abbauen und gleichzeitig noch ein bisschen mehr Schub bekommen, den wir nicht übers Triebwerk holen. Naja, ich klinge heute ein bisschen verrotzter als gestern, aber das ist. So an sich geht es mir ehrlich gesagt besser als gestern. Das ist, glaube ich, eher so der ganze Schleim aus dem Gehirn, der jetzt wieder nach unten fällt und zur Nase rausläuft. Schieben wir es doch einfach darauf. Wie weit sind wir hier drüben? Gern geschehen, der Patsch. Ich bin super Diätberater. Ah, nee, ich gehe runter. Ich gehe runter. Ich bremse das dann nochmal ein, damit. Avec le Triebwerk. Aber ich lasse das. Wir machen keinen Approach auf die Raumstation. Das wird mir zu kritisch, ehrlich gesagt. Weil ich erinnere mich noch an den Terror, den wir letztes Mal hatten. Das möchte ich mit den Touris nicht riskieren. Weil wir sind eigentlich gerade ganz, ganz safe in der Gewinnzone. Das sollten wir beibehalten. Let's go home. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, ich habe auch haufenweise Startfenster frei. Also haufenweise Zeit noch bis zu Startfenstern.
So, und jetzt werden wir das Ganze noch ein bisschen abbremsen, dass das nicht ganz so eine harte Landung wird. Und wir natürlich noch vorher unsere Fallschirme einmal einstellen. So. So. Shoot. Oh, shoot. So, ich denke mal mit den Shoots sollten wir ganz gut klarkommen. So, die sind alle scharf. Dann können wir jetzt hier noch mal ein bisschen in die Eisen treten gleich. Ich gehe noch ein bisschen tiefer vorher. Will hat gestern 1,5 Stunden Raumschiff geschoben. Der arme Kerl. So, jetzt sollten wir langsam brennen. So, was wir jetzt machen, ist quasi ohne den Wiedereintritt zu sehr zu vertiefen. Ein bisschen können wir schon noch runter. Nochmal Geschwindigkeit rausnehmen, damit wir einfach ein bisschen gesitteter wieder eintreten. Mit unserem Resttreibstoff, den wir so haben, können wir da nochmal für sorgen. Das passt auch ganz gut. Dann ist gleich empty. Dann trennen wir uns vom Rest des Raumschiffchens. Alles an Experimenten, was wert ist, haben wir ja oben reingepackt. So. Empty. Dann weg damit. Dann gehen wir hier jetzt noch bisschen tiefer. Haben wir da auch nichts im Weg. Heatshield ist noch dran. So, ich bin mal ganz zuversichtlich. Da sollte eigentlich nichts Wildes passieren. So, wir haben jetzt nämlich noch ja, einen Orbit innerhalb des Moons auf jeden Fall, also weit innerhalb der Moonumlaufbahn, auch weit innerhalb unserer Funksatelliten. Was sind das? 1,8 Millionen Meter. Das sollte ein relativ ziviler Wiedereintritt werden mit der Kapsel. Wir haben auch mehr als genug Ablator mit dabei. Für die Nummer. Dann hauen wir noch das letzte Monoprop raus, indem wir ein bisschen mitbremsen. Dann ist wirklich auch das allerletzte überschüssige Gewicht weg. Ja, Zermilis, du hast gerade eine erfolgreiche Moon-Mission als deinen ersten Einstand als Pilot geflogen. Hast einen Kollegen aus der Moon-Umlaufbahn gerettet. Hast drei Touristen angelandet und zurückgebracht. Und das sieht jetzt alles auch noch relativ gut aus, dass du hier noch eine wundervolle Landung unter der aufgehenden Sonne quasi hinlegst. Ja, stabilisiert sich der Pott. Alleine. Ja, sieht gut aus. Okay, also auch das scheint alles relativ gut zu funktionieren von der Aerodynamik. Ja, das ist ja mal so ein bisschen tricky, wenn man so Sachen oben drauf schraubt.
So. Und jetzt ist es auch vorbei mit nochmal. Mal mitgehen. Was kriegt die Hitze so viel? Okay, hat sich gerade erledigt. Irgendwas meinte, heiß werden zu wollen, aber ist schon wieder okay. So, ich hoffe, wir knallen nicht zu sehr in die Berge rein. Oh. Ah, das ist ganz schön steinig da. Hoffen wir, dass es nicht zu weit bergab geht. Jetzt machen wir erstmal die Landung. Das würde ich gern vermeiden. Hier wäre schön, wenn wir da was für tun könnten. Ich glaube, das wird aber auch hinhauen. Ich glaube, wir werden schnell genug langsamer. Müsste hinhauen, ja. Ja, das müssten wir noch schaffen, vorher abzustürzen. Damit wir da nicht mehr reinkommen. Wird wahrscheinlich ein bisschen knapper werden, als ich mir das wünschen würde, aber. Was macht diesen Landepunkt? Den Landepunkt macht Kerbal Engineer. Oh, das sind sogar kleinere Städte. Sehr schön. So, Höhe zum Boden 18 Kilometer. Geschwindigkeit ist noch ein bisschen hoch. Nicht zu der Felswand da oder zu der Steilwand. Aber ich glaube, wir kommen tatsächlich knapp davor runter. Fallschirme sind safe. Fallschirme sind auch alle scharf. Dann können wir jetzt nur noch hoffen, dass es genug waren. Mal sehen. Ich habe noch ein bisschen Treibstoff im Monoprop, damit ich bremsen kann beim Aufschlag. Nicht, dass das besonders viel helfen wird, aber es ist ein Versuch wert. So, Fallschirme kommen bei 5500. Im Pre-Deploy bei 1200 in Full. Die Landezone sieht auch ganz vielversprechend aus. Fallschirme sind alle raus. Kiste wird auch schon langsamer. Und noch ein bisschen bis Full Deploy. Dem Boden so nah. Und Full Deploy. Ist reichlich knapp. Sieht gut aus. Also das Heat Shield wird das nicht überleben. Aber der Pod schon. Die Kapseln haben eine höhere Impact Tolerance. Gut. Slowly. So, wie gesagt, wird einen kurzen Knall geben wahrscheinlich beim Aufsetzen, weil sich das Heat Shield zerlegt. Oh, hat sogar das Heat Shield überstanden. Sehr schön. Okay, Leute. Das war doch gar nicht so schlecht. Das war doch gar nicht so schlecht. Mal gucken, was wir so alles bekommen. Auf jeden Fall sollten wir etwas mehr als 1,4 Millionen auf dem Konto haben, jetzt nach der Mission. Sonst haben sie uns schlecht bezahlt. Sehr schlecht bezahlt. Ein Kaktus auf Duna. Falsch abgewogen. So, also 236 Science sind bei rumgekommen. Das ist ja besser als nix. Dann haben wir nochmal 10.000 Funds recovered. Jawohl. Und die Crew ist soweit auch schon mal vorwärts gekommen. Der Zermedes hat einen Stern.
Donrad hat einen Stern, die Tugis haben auch einen Stern, aber die sind durch mit ihrer Reise. Und Cermedes hat Research Ribbon, Landing on Kerbin Ribbon, Mach 3 Ribbon, Landing on Moon Ribbon, Moon Orbit Ribbon, Kerbin Orbit Ribbon und Passenger Transport 3 Ribbon. Donrite auch ein bisschen Stuff, aber Donrite wird noch einen neuen Namen bekommen. So. Kann man das irgendwo berechnen, wie viel Gewicht ein Fallschirm sicher abbremst? Ja, das kannst du tatsächlich über die Einstellung im. Also mit Real Shoot kannst du das machen mit dem Mod. In den Action Groups kann man sich solche Sachen angucken, wie das so funktioniert. So, hier haben wir auch noch zwei Contracts abgeschlossen. Und ich würde jetzt an dieser Stelle, glaube ich, für heute mal den Cut ziehen, weil ich merke gerade, dass meine Nase immer mehr zugeht und ich glaube, das wird eine ziemliche Elefantentrötveranstaltung, wenn wir hier weitermachen. Und das ist mir sehr unangenehm, das möchte ich euch auch nicht antun.